Was ist eine Wärmepumpe und wozu dient sie? Eine Wärmepumpe ist ein elektrisches Gerät, das Wärmeenergie aus der Luft nutzt, um Wasser im Pool zu erhitzen. Dies ist dank eines speziellen Wärmetauschers in der Pumpe möglich. Es braucht viel weniger Strom als ein herkömmliches Wassererwärmungsgerät. Denke aber daran, dass das Poolwasser nicht über 28 Grad erwärmt werden sollte. Die Wärmepumpe verfügt auch über eine Kühlfunktion. Abhängig von der Beckengröße werden Pumpen mit einer Leistung von 6,5 bis 16 Kilowatt eingesetzt. Detaillierte Informationen zu diesem Thema findest du im unteren Bereich. Kann ich die Wärmepumpe und die Gegenstromanlage im Pool später installieren? Die Entscheidung über die Installation einer Gegenstromanlage sollte vor der Lieferung des Pools getroffen werden, da die Front der Gegenstromanlage im Schwimmbecken montiert werden muss. Nachdem der Einbau des Pools abgeschlossen worden ist, kann eine Gegenstromanlage nicht mehr montiert werden. Die Wärmepumpe hingegen kann später installiert werden. Dafür sollte aber ein Anschluss vorbereitet werden. Wie wird die Wärmepumpe installiert? Wenn du lieber im Mittelmeer als in der Ostsee schwimmst, solltest du in eine Wärmepumpe investieren, oder nicht? Die Wärmepumpe wird an der Poolinstallation gemäß der Anweisung auf unserer Webseite angeschlossen. Was für eine Netzspannung wird für die Wärmepumpe benötigt? Um die Wärmepumpe mit Strom zu versorgen, wird eine herkömmliche 230 Volt Netzspannung benötigt. Die Sicherheitsinformationen befinden sich in der Bedienungsanleitung der Wärmepumpe. Wo soll die Wärmepumpe aufgestellt werden? Die Wärmepumpe sollte unter einem Dach in der Nähe des Beckens stehen, währenddem gleichzeitig für eine ausreichende Luftzufuhr zur Wärmepumpe gesorgt wird. Bei welcher Lufttemperatur schaltet sich die Wärmepumpe aus? Die Wärmepumpe schaltet sich je nach Modell bei einer Umgebungstemperatur von minus 5 Grad bis plus 5 Grad Celsius aus. Das Poolwasser erwärmen. Mache ich das mit der Wärmepumpe oder Pool-Solaren? Eine Wärmepumpe ist definitiv eine bessere Form der Wassererwärmung im Pool. Die Poolsolare wärmen das Poolwasser, indem sie die Sonnenwärme verwenden. An wolkigen Tagen aber kann sich das Wasser abkühlen. Die Wärmepumpe wärmt das Wasser unabhängig von der Sonneneinstrahlung. Was beeinflusst den Energieverbrauch der Wärmepumpe? Der Energieverbrauch der Wärmepumpe wird von folgenden Faktoren beeinflusst. Erstens von der Leistung der Wärmepumpe, zweitens von den aktuellen Energiepreisen, drittens von der Laufzeit der Pumpe. Es ist auch wichtig, ob die Wasseroberfläche mit einer Solarfolie oder einer Überdachung zugedeckt ist. Die fehlende Abdeckung führt zu einer raschen Abkühlung des Poolwassers, was wiederum die Betriebszeit der Wärmepumpe verlängert und zu einem höheren Stromverbrauch führt. Am effektivsten ist es, sowohl eine Überdachung als auch eine Solarfolie zu nutzen. Auf welche Temperatur kann ich das Wasser im Pool erwärmen? Wir empfehlen, die Temperatur des Wassers im Becken 28 Grad nicht überschreiten zu lassen.